Being sent to backwater swamp when burned. Ach so, diese Opfergaben. Du hast ja Opfergaben, um dich zu einem bestimmten Map zu bringen. Na? Wenn du diese Opfergabe ja reintust und die dann vor der Runde verbrannt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du zum Sumpf kommst. Ne? Also für jede Map gibt es auch eine Opfergabe. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel das Labor von Stranger Things haben möchtest, dann gibt es dafür auch eine Opfergabe, die kannst du verbrennen. Bist du der Einzige, der so eine Opfergabe verbrennt, die zu einer Map führt, dann kommst du sicher auf diese Map. Wenn jetzt zum Beispiel du verbrennst die für Stranger Things Map, ich verbrenne die für die Silent Hill Map, ne? Die Opfergabe, dann ist es 50-50. Weißt du? Ja. Na, da kannst du dir nämlich, kannst du die Saw Map oder was weiß ich was. Also für jede Map gibt es eine Opfergabe. Oh, und der Killer hat sehr wahrscheinlich, weil es nicht aufgedeckt ist, Mori dabei. Könnte gut sein. Mori ist was? Wenn du zweimal gehangen hast, dann kann er dich mit so einer Animation killen. Also wenn du zwei Striche hast. Ich dachte, das war einfach Standard der Finisher vom Killer. Achso, nee, das ist kein Standard. Wenn man nur noch zweimal hängen lassen konnte. Ja. Nee, das ist, wie gesagt, das muss er als Mori mitnehmen. Und dann gibt es so einen Finisher. Hi, hi. Ja, hier ist auf jeden Fall Safe Gen drin. So. Naja, wir haben ja schon, Kollege. Ach, es ist Chucky. Ich höre schon wieder die kleinen Steps. Ist auch. Nee. Man sieht ihn niemals. Man guckt rum, denkt, wo ist er? Vergesst dann, wenn man das. Das geht hier. Nice. Ja? Was machst du gerade? Ist schon ein Gen fertig? Ja, eine ist schon fertig. Jo, ich muss mal ins Haus rein. Ist da überhaupt was? Oh, pass auf, hier kommt der Chucky gleich. Also, du bist sogar nicht. Oh, doch, bist du. Nee, du bist nicht da, ne? Ich bin draußen. Wer bist du überhaupt? Ach, du bist draußen. Warum rennst du mir nach? Oh, er kommt hier lang. Scheiße. Ich will einfach nur Feierabend. Ich will nur Ruhe, Frieden, Peace. Ui, ich komm nicht in meine Richtung aus. Was? Nee, ich komm nicht in deine Richtung. Kommt er denn in meine Richtung? Nee, ich komm in meine Richtung aus. Oh, scheiße, er will mich. Warum willst du mich, Mann? Ja. Würde ich auch sagen, wenn ich nur so lame den Gen machen würde. Ey, lass mich doch einfach in Ruhe. Natürlich dann auch Fischen, ne? Ja, aber. Oh shit. Jetzt hat er mich gekillt. Ich hoffe, du bist da nicht mehr. Doch, du bist da noch, ne? Ja, aber. Ich muss weiter. Ich gehe an dir vorbei. Er geht hinter mir. Das war mein Plan, mein Geheimer. Oh. Ey. Wo ist denn jetzt hier irgendein Totem? Ich brauche einen Totem. Jagt er dich noch? Ja. Wo seid ihr denn? Wo sind die anderen? So, ja, lass uns mal da hoch. Ja. Mhm. Pass auf, er kommt hoch. Jetzt komm, wir müssen weg hier. Ja, komm, komm. Oh.
ist nicht gut. Was macht er denn? Ich will einfach nur... Ich hau mir selbst hin. What? Scheiße. Oh Mann. Dein Jin, der hat auf jeden Fall gegengetreten. Der hat jetzt gerade Rückschritt. Oh, ich komme in den Keller. Was ist denn noch hier? Wo ist der? Ja, ich hänge auf jeden Fall im Gebäude. Da ist ja der Keller. Ja. Es kann auch sein, dass er jetzt hier oben steht. Ach ja, stimmt. Ja, die Leiste. Ist er da oder nicht? Ja, doch, der ist bei mir. Der ist bei mir. Oh, shit. Ja, wenn er weiter so stehen bleibt, dann kann ich mich gleich selbst befreien. Noch habe ich ein bisschen Zeit. Ich muss zurück hinter mir. Ich glaube, dass sie alle Gems gemacht haben. Ich muss geheilt werden, bevor ich da reingehe. Wo sind die anderen beiden denn? Nicht gesehen. Ja, ich werde hier sterben, wa? Ja, ich komm. Komm mal rauf. Nein, ich bin noch da. Ja, wenn der andere Gesunde kommen würde, aber der steht beim Ausgang, glaube ich schon, ne? Geht raus? Nee. Oh, wait. Ist draußen? Nee, ist nicht draußen. Oh Gott. Stone, das wird echt übel. Muss ihn heilen. Nee, komm. Ja. Okay. Bist du nur unten? Ich bin noch unter. Kann ich nach oben? Ist er weg? Weiß ich. Ja, jetzt. Obwohl, du darfst dich nicht schlagen lassen, ne? Mhm. Der bringt jetzt den einen runter. Scheiße. Wo ist jetzt das Totem? Macht er das schon? Ja, der Random macht das Totem. Weil der Killer hat jetzt gerade nöd. Also no one escapes death. Ja, das heißt ein Hit. So, wo ist... Jetzt wurden wir hier... Ich war im Schrank. Master Move. Jetzt bin ich dran. Nicht so ein Master Move. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Weißt du was? Eins bei mir. Ich wollte gerade aufgehen. Ja, das weiß ich. Ja, warte mal. Ich sehe einen. So, heil mich mal, Kollege. So, wir heilen uns jetzt gerade. Ich denke mal, dann kommen wir dich holen. So, das Tor ist jetzt auf 99%, ne? Das heißt, wenn wir ankommen, ne? Also da, wo wir jetzt herkommen, da musst du hinrennen, Stone. Ne? Da ist das Tor. Ich sehe nichts, ich hänge. Ja, du kannst doch rumgucken. Du siehst unsere Auren. Oder nicht? Oh, warte, nach oben. Ja. Warum macht der Random? Der Random macht das Tor auf da hinten. Dann hätte ich besser die Chance nehmen können. Ugh.
Ich bin tot. Wie, du bist doch nicht tot, Storm. Ja, doch. Du verzeihen. Oder? Nein. Ja, du bist aber noch nicht tot. Nein. Es wäre geil, wenn der Random dich holen würde. Oh, Scheiße, jetzt holt er den anderen. So, wir müssen dich leider zurücklassen. Yeah. Oh. Scheiße. Ey, was ein Krampf. Was ein Krampf. Oh, shit. Ach, schade. Ich meine, ich war auch ein bisschen zu vorschnell. Ich wollte ihn blenden, kam ein bisschen zu nah. Da habe ich schon den Schlag kassiert, ne? Weil normalerweise, wenn du zu dritt kriegst, eigentlich kriegt man dich zu dritter locker raus, weißt du? Einer muss nur einen Schlag kassieren, dann können zwei runterrennen und dann halt abwechselnd dann unten den Schlag kassieren, ne? Das ist eigentlich ja, aber es der Fehler war, ich war im Schrank, dann würde die andere aufhängen. Mhm. Er geht auch Jackie. Mhm. Hol ihm ab. Ja. Und da haben wir genug Zeit, um zumindest eins von uns beide zu heilen. Anstatt läuft er direkt weg. Dann kommen wir beide die Treppe hoch. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, die meisten werden sich im Keller da auch nicht heilen, weißt du, weil die Chance, er weiß ja, dass du da unten bist gerade. Das heißt, er weiß ja, jetzt im Keller sind jetzt gerade zwei. Einer davon auf jeden Fall verletzt, weil er gerade abgehangen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er dann ja zum Keller kommt. Ne? Wieder zum Keller geht, um dann wieder leichte Beute zu haben. Ne? So. Du musst echt Glück haben, dass wenn ihr euch da unten heilt, dass du wirklich so viel Zeit hast, dass einer geheilt ist. Weil das kostet ja schon Zeit, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Sunny-Koffer oder du hast, wir schaffen das. Oder so. Das ist ja auch ein Perk. Wenn du abhängst, dann kannst du ganz schnell heilen. Ne? Mhm. Ach, das war eigentlich jetzt gerade echt ein Krampf. Echt ein Krampf. Das war eigentlich ziemlich blöd. Ja? So viel dazu. Einmal diese Augen und einmal... Wie heißt der andere? Das mit der Aura, das ist ganz gut von ihm. Bei dem Rest weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Das würde ich wahrscheinlich alleine nicht spielen. Und ich habe da noch nichts gefunden, womit man das kombinieren kann. Ja, dieses eine... Habe ich aber auch noch nicht mit befasst. Ja, der eine Perk, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber wo man doch zwei Truhen durchsuchen muss, ne, um dann geheilt zu sein hinterher nach 60 Sekunden. Ich finde den gar nicht schlecht, nur diese zwei Truhen muss man erstmal aufmachen. Ich wollte gerade sagen, dann bist du dann wieder angehalten, dir eine Münze mitzunehmen, weil wenn du Randoms hast, sind zwei Truhen echt wenig, weil die geiern ja auch wie nichts Gutes. Das stimmt, das stimmt. Letztens musstest du, ne? Du musstest die Münze immer mitnehmen. Eben, so. Das ist dann schon wieder ein Perk, das nimmst du mit, wenn du mit Leuten spielst. Stimmt, ist das schon eine Truhe? Ich habe hier eine Truhe. Ich glaube, es ist ein Blight. Ah, okay. Stone, ich glaube, gegen die Seuche hast du auch schon mal gespielt. Oh, what? Die ist hier hinter dem Portet, oder was? Ja, nee, der rennt so schnell und der stößt dann irgendwo gegen, damit er weiter sprinten kann. Soll ich dir was sagen? Jetzt habe ich Observierung, jetzt habe ich schon den zweiten Skillcheck großartig getroffen. Ich hör da einen Jen. Nee, die kenne ich noch nicht. Nee, kennst du nicht? Nee, ja, das bin ich. Du warst, du warst hier an dem... Ja. Hast du hier schon die Palette geworfen? Nee, hast du noch nicht. Nee, ich war noch nicht im Chase. Er kommt zurück zum Haken. Ich versuche auch die Checkpalette nicht sofort zu werfen. Ich bin da sehr schmerzfrei, also... Er hat keinen Radius, geh! Oh, ist das widerlich oder ist das widerlich? Oh, ich glaube, der hat aber auch... Der hat Fort der Folter. Und ich meine, er kann auch nicht geblendet werden. Auf jeden Fall sollte er jetzt theoretisch wieder Radius haben. Hä, warum hat er immer noch keinen Radius? Ich habe den Gen noch angetappt. Ich verstehe das Perk nicht nach der Änderung.
Ja, eigentlich nur solange der der Jen jetzt Rückschritt hat, wieder ne? Radius. So, ist doch nicht, heile ich eben schnell. Hatte ich eigentlich aufgehalten. Der rennt da hinten nämlich rum. Der ist bei der Lara. Ja, Stone. Tja, Anfang der Runde, du musst schon die Füße stillhalten. Hey, Wahnsinn, wie schnell der ist. Ja. Wo gehst du hin? Wieder zu dem Jen zurück, oder was? Ja, nee, ist doch nicht fertig. Die Frage, ob er hierher kommt. Ja, er kommt auf jeden Fall hierher. Ey, was ist er denn für ein kleiner Bastard? Ja, ist er auch. Ist er auch. Jetzt wieder. Nee, jetzt ist er bei mir. Ja, komm, fick dich. Entschuldigung. Ja, aber. Ja, ich hol dich, Lara, ich hol dich. So. Aber er ist jetzt bei mir. Ich sehe es. So, bist du in der Killerhütte in der Nähe oder? Ach, du heilst dich gerade selbst. Nee. Ja, ich kann auch um Ecken schlagen. Er hat übrigens auch Spielzeug. Ach. Das war entweder das von Lara oder das von Stone. Nein, wir müssen weg, er kommt. Ja. Ich hätte ja gesagt, gönn dir die Punkte. Aber... So, Totem bist du. Ah, shit. Ich hab so das Gefühl, die Runde wird ein bisschen scheiße. Ja, das habe ich aber auch. Okay, das ist ein Fluchttotem, aber es ist nicht mein Spielzeug. Ja, so ein Fluchspielzeug, was er hat, ist, wenn er dich aufhängt, dann erscheint für dich ein Fluchtotem. Also irgendein normales Totem wird dann zu einem Fluchtotem gewesen sein. Und solange das aktiv ist, Stone, hörst du keinen Terrorradius. Ah, okay. So, und ja, dann hörst du keinen Terrorradius, weiß nicht, dass er da ist. Das Totem, wenn du in der Nähe bist, wird dir aber so als Aura angezeigt, so lila. Ne? Das, was ich eben gemacht habe, war, glaube ich, auch seins, weil das wurde mir nicht pink angezeigt. Aber er kommt hier hin, so. Was ist denn meins? Ich hätte gern Radius. Oh, er hat uns aber jetzt in Ruhe gelassen. Der hat auch Pentimento. Irgendeiner hat doch einen Fluch gemacht hier beim fetten Baum, ne? Ja. Der hat auch Pentimento. Ah, aber das volle Programm, diese Runde auf jeden Fall. Oh, cool, ein Sunny in der Kiste. Kann also sein, dass er das, dass er den Fluch von Stone, dass er den da wieder aufgestellt hat. Also er ist gerade Richtung Baum unterwegs gewesen. Er war kurz oben im Gebäude und kam die Treppe darunter. Ja, der ist gerade 5 Meter neben mir lang gebounced. Ich weiß nicht, ob er blind ist oder ob er mich einfach ignoriert hat. So, der ist hinter uns. Ja. Ach, mein Totem ist in der Killerhütte. Dann merkst du. Der hat bestimmt das von Stone wieder aufgestellt. Ich mach grad meins hier kaputt. Man hört die ganze Zeit nur Fluchtoten. Ja. Los, dann jetzt durchziehen hier.
Ja, ich geh sie gleich holen. Ja, wir sind jetzt gleich auch fertig. Hatten wir die in der Hütte schon? Nee, in der Hütte nicht, aber pass auf, er wird gleich da hinkommen. Vielleicht geh mal in den Schrank. Ich glaube, er hat dich gesehen, ne? Ach so. Okay, er hat den Gen jetzt, er hat keinen Terrorradius mehr. Ja. Der kommt wieder zum. Nee, der geht zum fetten Baum. Ah! Oh mein Gott, Alter, wie dumm ist er denn gelaufen? Er ist da und arbeitet schon mal, ich mach das tot in hier. Ja, der Randy ist jetzt tot. Ja. Hat die andere schon geprüft, ne? Mhm. Pass auf, der wird jetzt hinkommen. Jetzt hat er ja eine Notification bekommen. Ah, nee, nee, ja, der ist bei mir. Nee, der ist bei mir. Ah, dann versuchen wir nochmal den Gen. Wo bist du denn, oder? Ich komme mit der Taschenlampe, weil ich glaube nicht, dass wir drei Gens hier mit ich ihm noch schaffen. Ich bin hier bei der Shack. Ja. Aber stimmt, den konnte ich eh nicht blenden. Shit. Ich wollte gerade sagen, der hat Lightborn. Mhm. Spielzeug, Cantimento, Lightborn und Furz der Folter. Ja, die Runde wird halt schon. Okay. Warum schlägt er mich? Wo ist er hingegangen? Hab ich das nicht jetzt gesehen? Nach rechts, der ist Richtung Shack. Okay, dann gehen wir in die andere Richtung hier, komm. Ich habe notfalls einen Sunny gefunden, alles gut. Ja gut, ich könnte ja einmal hängen. Ich könnte ja einmal zwischen Stone und dem Killer gehen. Oh. Ist doch eh nur noch vor den Points. Wir kriegen eh keine drei Gens mehr an. Nee, das stimmt. Oh, was ist immer noch hier drin? Hm. Ja, der ist immer noch hier in der Mitte. Nee, komm. Nee, hau du mal ab. Hau du mal ab. Ah, ja, okay. Bist du noch da? So? Ja. In der Nähe so? Ich sehe ihn auch. Ja. Ah! Der Scheck wäre geil. Ja, aber das wir. Das geht auch bei Heilen, ne, mit den Great Skill Shacks. Okay. Fertig. Ich hab grad. Ja, entweder machen wir jetzt drei verschiedene Gens und hoffen, dass irgendeiner noch der durchgeht. Der ist bei der Scheck. Der ist bei der Scheck. Der hat mich doch 100 pro gesehen. Natürlich hast du mich gesehen. Der ist schon an Stone. Ja, wir müssen. Oder. Ja. Da hinten, guck mal, siehst du da hinten? Siehst du? Ich komm mal, geh mal Richtung Shack. Bei der Shack war er gerade, er hat von mir abgelassen. Ach, er läuft neben mir. Siehst du das so? Oh, da ist. Ja. Er hatte wieder kein Terrorradius. Der hat gefühlt nie Terrorradius, ne? Der ist ja wieder aktiv, sein Perk hier bei dem Gen. Ja, hier sein scheiß Furz der Folter. Also der Rückschritt vom Gen ist jetzt vorbei, auf jeden Fall. Jetzt habe ich vielleicht auch wieder Terrorradius. Ah, der hat schon wieder ein Pentimento aufgestellt. Warte, könnte meins gewesen sein? Weiß halt nicht mehr, wo das Totem von Stone also, war, was ich kaputt gemacht habe. Ich finde den einen Perk ja so eigentlich richtig gemein, ne? Also Vater Folter jetzt so, wie er ist, ne? Weil
Der Gen wird dann gelb, ne? Und wenn du zum Beispiel Sprengfalle dran machst, dann wird er ja eigentlich auch gelb. So, dass du eigentlich den anderen Survivern ja signalisieren kannst, ey, ich bin hier an dem Gen, komm mal her. So, er kann den jetzt auch gelb für uns machen, dass die Aura für uns gelb aussieht. Und dann kommst du da hin und er steht da irgendwo ohne Terrorradius. Ja. Oh, er hat mich gesehen. Wie gesagt, Killers sind ein bisschen... Oh, er hat mich auch gesehen. Ist gut. Huch, okay. Ja, wenn es ein Fluch ist, den du machst, brich ab, dass er dich nicht hört, dass er nicht weiß, wo du bist, weil damit du vielleicht die Luke kriegst. Ja, es ist normales, ist normales. Okay. Ich spare mir auch mal ein bisschen Erschöpfung. Vor allem, er hat ja jetzt keinen Terrorradius gerade, ne? Er hat da hinten den Gen getreten. Ja, der hat schon echt ekelhafte Perks gespielt. Oh, hier ist die Luke. Ja. Yay. Nice. Ich nehme an, das war keine gute Folge für YouTube. Also... Im Zweifel, solange der YouTuber entkommt, ist es eine gute Runde. Nein. Aber da muss man schauen. Also spaßig war es ja trotzdem. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man nur Folgen hochladen würde, wo man entkommt, der wird ja nie fertig. Nee, das stimmt. Weil manchmal, ich glaube, Stone habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ne? Wenn du manchmal beim Feierabend, ne? Ich spiele meistens in der Woche eigentlich gar nicht mehr, ne? DBD. Weil wenn du Feierabend hast... Und du willst entspannen und der Tag war vielleicht stressig, dann darfst du nicht DBD spielen. Dann darfst du aber auch, dann darfst du einiges nicht spielen. Dann darf man einiges nicht spielen, das stimmt, tatsächlich.